Wieder herzlich willkommen auf der Ram Truck Range. Jetzt ist es endlich soweit. Ich habe die Zeit gefunden, euch mein Auto zu präsentieren. Und ich habe direkt noch einen zweiten mitgebracht. Habt lange ja nichts gehört. Ich musste auch zwischendurch mal ein bisschen in Urlaub, ein bisschen durch die USA tingeln. Aber jetzt bin ich wieder da, voller Kraft, voller Motivation. Und jetzt schauen wir uns einfach mal endlich den Wagen an. Ihr habt schon gesehen, ich habe ihn vom Folierer geholt. Da war schon einiges zu sehen. Jetzt ist er eigentlich in seiner Endfassung. Mir fällt natürlich immer noch was Neues ein. Thema Frontscheinwerfer bin ich noch dran, weil das gefällt mir einfach noch nicht so richtig ins Konzept. Die Laramie-Dinger mit dem Chrom passt einfach nicht zu dieser sportlichen Optik. Aber da bin ich dran. Da habe ich auch schon eine ganz gute Idee. Fangen wir einfach vorne an. Wir haben unseren neuen Bumper. 4 mm Stahl, wiegt so um die 100 Kilo. Damit kann man schon einiges reißen. Ich finde einfach die Optik mega. Vorteil ist natürlich, wir haben richtige Towhooks dran. Wir haben die Option, eine Winde einzubauen, bis 7,5 Tonnen, glaube ich. Und das ist schon gar nicht schlecht. Natürlich kann ich nicht fahren ohne meine Laser AAA 16 Nightbar. Die muss einfach. Hier unten drunter bin ich gerade noch in der Testphase mit einem LED-Nebelscheinwerfer. Da kann ich aber noch nicht so viel zu sagen, weil es einfach zu lange hell. Da muss ich mal ein bisschen bei Nacht mitfahren, aber ich glaube, das wird auch ein ganz interessantes Thema. Um die Stoßstange zu montieren, brauchen wir auf jeden Fall einen anderen Kühlergrill. In dem Fall habe ich mich für den Rebel Grill entschieden, weil wir hier unten einfach was Kürzeres brauchen. Das passt nicht mit dem Seriengrill. Das andere Auto, der ist so halbfertig, da zeige ich euch gleich das Fahrwerk gleich mal dran. Der bekommt noch ebenfalls die Stoßstange, eine andere Haube mit einem anderen Grill. Das wird auch ein richtig geiler Umbau. Gibt es natürlich in einem separaten Video. Das ist die andere Option an Grill, die man fahren kann. Wenn wir jetzt hier einfach mal um die Ecke schweifen, ich fahre die glatten Fender Flares, aber in der Extended Variante, weil ich noch Distanzscheiben drauf habe, um dort so ein bisschen bulliger zu kriegen. Ein 37er BF Goodrich mit den 17 Zoll Felgen, die wir jetzt neu im Programm haben, finde ich auch eine super stimmige Geschichte. Vor allen Dingen dieses ganze Gummi bringt richtig Fahrkomfort, was den Dämpfer angeht, ist aber null schwammig. Also ich dachte auch erst, als ich es zusammengebaut habe, das wird so ein bisschen eine wackelige Kiste. Das Ding liegt wie ein Brett, obwohl er so massiv schwammig aussieht. Ne? Ist leider nicht gewaschen. Es hat gerade auf dem Weg hierhin ziemlich geregnet. Aber ihr wisst ja, wie ein sauberer Ram aussieht. Unsere neuen HDX Tripbretter passt einfach gut zu dieser Optik, dieses Verschnörkelte. Haben wir jetzt auch immer ein Programm für Crew und Quad Cab. Also wer da Interesse hat, meldet euch. Was haben wir noch? Ich habe jetzt ganz frisch hier diese Lampengitter noch reingekriegt. Finde ich auch irgendwie eine coole Geschichte. Ich brauche das natürlich nicht, fahre nie durch den Wald oder so, aber sieht irgendwie massiv aus, finde ich ganz cool. Natürlich fahre ich unsere Magnaflow im Black Package. Meine Chromstoßstange, weil es war ja mein Laramie hinten, habe ich mir Pulver beschichten lassen, damit das so zu den Rädern und der vorderen Stoßstange passt. Schwarzes Emblem, wie gewohnt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen über das Fahrwerk sprechen. Das ist eine 4 Zoll Höherlegung plus natürlich das, was der Reifen hergibt. Wir müssen hier den Tacho angleichen, damit das alles am Ende wieder passt, weil der Reifen deutlich höheren Umfang hat als der Serienreifen. Vielleicht mache ich auch demnächst mal einen Vergleich, wo wir die 37er mit einem normalen Rad vergleichen. Dann seht ihr mal, was das für Riesendinger sind. Aber wir haben für alles Papiere hingekriegt und wir haben alles TÜV eingetragen und das geht sogar in ganz Deutschland und nicht nur an irgendwelchen winzigen Orten. Jetzt schauen wir von vorne schon mal einen Blick aufs Fahrwerk. Willkommen unterm Auto. Wie gesagt, den weißen zeige ich euch gleich mal auf der Hebebühne. Da gucken wir uns das gleich mal im Detail an. Aber eine Sache möchte ich euch gleich schon mal zeigen, was einfach auf einer Hebebühne nicht geht. Wenn wir hier jetzt mal runterschauen, wir sehen schon ganz viele tolle Sachen. Eine riesen Skidplate, ein Bielsteindämpfer. Echt eine geile Nummer. Aber schaut mal auf die Gelenkwelle, die steht zu 100% gerade. Und das ermöglichen wir durch das Tiefersetzen des Differentials auf die Skidplate. Wir haben maximale Bodenfreiheit und trotzdem stehen unsere Gelenkwellen top. Wir haben sogar fast weniger Verschleiß als bei Serienfahrwerksabstimmung. Und das ist das, wo AEV auch richtig Wert drauf legt, dass das absolut das Fahrverhalten nur verbessert und keinen höheren Verschleiß hat. Und ich würde sagen, da das so ein bisschen unkomfortabel ist, gehen wir jetzt mal rein und dann schauen wir uns einfach mal auf der Hebebühne an. Bis gleich. Wie versprochen, jetzt hier in der Werkstatt. Wir haben den weißen angebockt und jetzt gucken wir uns mal schön die Komponenten von unserem 4 Zoll Fahrwerk an. Ich würde sagen, wir starten einfach mal hinten, das ist weniger kompliziert, und vorne gehen wir dann ins Eingemachte. Hier haben wir jetzt unsere Hinterachse.
da fangen wir einfach mal mit der Panhardtstab-Geschichte an. Panhardtstab ist dafür da, dass die Achse mittig unterm Fahrzeug ist. Und wenn wir das jetzt nicht verlängern würden oder den Klotz hochsetzen, dann würde die Achse quasi neben dem Auto sitzen. Sieht man immer im Beifahrerspiegel so ein bisschen sein Hinterrad. Das soll nicht sein. Deswegen kommt hier natürlich auch ein Klotz hin, der die ganze Geschichte führt. Der ist natürlich komplett verbunden mit der Achse. Ist eine richtig stabile Nummer. Da werden Zusatzbohrungen gesetzt. Wir haben, ich glaube, allein der Klotz habe ich mit 5 Schrauben ist der fest. Also das ist eine stabile Nummer. Dann geht es hier hinten weiter. Hier kann man ganz schön sehen, das ist im Prinzip unsere tatsächliche Höherlegung. Um das Stückchen, was wir hier unter die Feder setzen, setzen wir das ganze Fahrzeug an der Hinterachse hoch. Um die Feder quasi zu unterstützen und hochzusetzen, kommt hier dieser Distanzklotz dazu. Damit das jetzt natürlich immer noch gut fährt, kommt ihr einmal hier rum. Haben wir diese wunderschönen Bielsteindämpfer hier hinten drin. Die sind ein Stückchen länger, das heißt, die kommen mit der Höhe auch super zurecht. Und die sind einfach ein bisschen straffer, ist halt eine ganz andere Performance, so ein Hightech-Bielstein-Ding im Vergleich zu den normalen. Ne? Das macht sehr viel Sinn. So, jetzt kommt es zu ein bisschen komplizierteren Teil, dann gehen wir mal nach vorne. Hier lacht uns jetzt schon diese wunderbare riesige Skidplate an, da erkläre ich gleich noch was zu, was das damit auf sich hat. Gehen wir erstmal hier ans Rad. Hier sehen wir jetzt ganz schön viele Stangen für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Primär geändert. Das hier, dieses riesen silberne Ding, ist ein Radlagergehäuse. Das ist oben einfach ein ganzes Stück länger als jetzt dieses Teil. Dadurch kriegen wir die im Endeffekt die Höhe hin. Ne? Also wir haben diese Strecke hier einfach durch das längere Aluteil verlängert. Jetzt ist die Distanz zwischen dem oberen und unteren Querlenker natürlich länger geworden. Um das zu unterbrücken, müssen wir den unteren Querlenker, das ist dieses Aluteil, herabsetzen. Ne? Also wir können uns vorstellen, dieses Teil war vorher mal hier fest. Jetzt haben wir es nach unten gesetzt und haben einfach viel mehr Raum für unser längeres Radlagergehäuse. Jetzt gibt es natürlich hier unten dieses Loch einfach noch gar nicht. Dafür gibt es diese Brackets, die wir hier anfertigen extra. Da müssen wir am Fahrzeug ein bisschen was rausschneiden, damit das alles passt. Hier diese riesigen Schrauben werden da angebracht. Am Endeffekt haben wir immer noch die Option, den perfekten Achs zu vermessen. Dafür sind hier diese Einstellscheiben und dann gibt das eine ganz gute Nummer. Um auf den Dämpfer zurückzukommen, das ist ebenfalls von der Firma Bielstein, auch ein längerer Dämpfer als Serie. Und wir haben hier eine Nutenverstellung, das heißt, je nachdem, was wir vorne dran machen, ein Schneeräumschild, eine riesige Stoßstange, so wie bei meinem Fahrzeug, dann vielleicht noch eine Winde, können wir hier verschiedene Nuten wählen, um das Fahrzeug vorne in verschiedenen Höhen einzustellen. Draußen habe ich euch schon gezeigt, dass unsere Gelenkwellen, wenn wir auf dem Boden stehen, 100% eben sind. Das ist der Unterschied zu so günstigen Höherlegungen, wo dann wirklich alles richtig auf die Kreuzgelenke oder die Kugelgelenke der Gelenkwellen geht. Um das zu ermöglichen, haben wir diese riesige Platte. Wir haben maximale Bodenfreiheit, aber trotzdem unsere Gelenkwellen runtergekriegt. Wie machen wir das? Wenn wir hier rumkommen, das sieht natürlich ein bisschen schwierig, aber ich versuche es euch mal zu zeigen. Das Vorderachsdifferential hängt eigentlich oben am Motor. Das senken wir jetzt um die gleiche Distanz runter, wie wir das Fahrzeug höher legen und schrauben das mit einem ganzen Haufen Halter auf diese Skidplate drauf. Hat den Vorteil, wir haben das Differential vom Motor entkoppelt und zusätzlich, dadurch, dass das Differential tiefer gekommen ist, haben unsere Gelenkwellen wieder eine vernünftige Position und wir haben weniger Verschleiß. Wir müssen ausschließlich hier diese kurze Kardanwelle vom Verteilergetriebe nach vorne hin mit dieser kleinen Distanzscheibe verlängern und dann macht das alles schon ziemlich viel Sinn. Das war natürlich jetzt eine ganze Menge Informationen rund um unser neues Fahrwerk. Wer das gerne mal Probe fahren will oder im Detail sehen will, einfach vorbeikommen. Mein Auto hat das ja drin. Ich bin jetzt schon 3000 Kilometer mitgefahren und es ist das beste Fahrwerk, was ich hier gefahren habe. Also ich möchte es nicht mehr tauschen. Natürlich auch Räder, Reifen, das macht immer noch was Großes aus. Das Gesamtpackage passt einfach. Und dann würde ich sagen, kommt einfach vorbei, fahrt mit mir eine Runde Probe und dann wollt ihr es auch haben. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss, ciao.